Peace, meine lieben Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen. Rap Talk bei Doggy3DL. Ja, Freunde, es geht um das Thema Loredana. Letzte Woche gab es eine Festnahme. Die Rapperin Loredana wurde letzte Woche festgenommen. Wir gucken es uns mal kurz hier an. Dann zeige ich euch das mal kurz. Rapperin Loredana wurde festgenommen. Ehepaar um knapp 615.000 Euro betrogen. Alter Schwede. Million Dollar Smile. Ich bin eine Diva. Wir kommen und shooten aus dem 7er. Rappt sie 2018 in ihrem Hit Bonnie und Clyde. Auf Instagram posiert sie mit Kalaschnikow und memt die harte Gangsterin. Jetzt wurde die Schweizer Rapperin Loredana wegen eines echten Verbrechens festgenommen. Die Behörden werfen ihr Betrug vor. Es geht um 100.000 Euro. Zusammen mit ihrem älteren Bruder soll sie ein Ehepaar böse abgezockt haben. Ja? Oha, krass. Ja, das Ganze soll wohl im Jahr 2016 passiert sein. Der Fall beginnt im Jahr 2016. Den Vorwurf zufolge macht sich Loredanas Bruder damals im Internet an eine Kellnerin, 52, heran. Er nannte sich Antonio Gass, geiler Name, gab sich als Zollbeamter aus. Die Frau sagte der Zeitung 20 Minuten, er sei ein toller Gesprächspartner gewesen, mit dem sie sich über WhatsApp eine ganze Weile nett unterhalten habe. Dann haben sie sich persönlich kennengelernt, zunächst nur für einen Kaffee. Aber er habe so vertrauenswürdig und zuvorkommend gewirkt, dass sie ihm 2 Monate darauf 87.000 Franken gab. Was? Was? Was ist das für eine Kellnerin, die so viel Geld hat, Alter? Ich glaube, ich sollte mal Kellner werden. Er behauptet, er habe eine kranke Mutter, die eine neue Niere braucht. Später bekam er noch mehr Geld, insgesamt 200.000 Franken, 175.000 Euro. Alter Schwede, wo hat sie dieses Geld her, Digi? Als Kellnerin hat man doch nicht so viel Geld. Ihrem Mann sagte die Kellnerin zunächst nichts davon. Also die Frau, die betrogen wurde, die ist wohl schon verheiratet gewesen. Oder die ist verheiratet. Und der Lastwagenfahrer ist wohl der Mann. 53 bemerkte das Fehlen des Geldes erst aufs Konto. Gemeinsam stellte das Ehepaar den angeblichen Antonio zur Rede, erfuhr dabei, dass er in Wirklichkeit ganz anders hieß und wollte ihn schließlich anzeigen. Ja, es handelt sich um Selbstverschulden, ich hatte blauäugig einen unbekannten Mann Geld geliehen, ja. Also im Prinzip, ja, krass. Aha, okay, Auftritt Loredana Cefi. Im September 2017 meldete sich eine Frau bei dem Paar, die behauptete, Anna Landmann zu heißen. Also sprich, Loredana hat sich als Anwältin ausgegeben, als Anna Landmann. Sie sei die Tochter eines bekannten Star-Anwalts und selbst Juristin. Sie habe von dem Betrugsfall erfahren und wollte helfen. Die Kellnerin über das erste Treffen. Pardon. Sie war eine sehr sympathische, freundliche junge Frau. Ich dachte, das ist sicher eine ehrliche Frau, in der Hoffnung, die 200.000 Franken vom falschen Antonio zurückzubekommen. Begann sie und ihr Ehemann zufolge nun der angeblichen Anwältin horrende Summen zu zahlen. Was? Das ist ja... wie dumm ist diese 52-jährige Kellnerin, dass sie den einfach so Geld gibt und dann auch so einer Anwältin irgendwie glaubt. Und zwar innerhalb von mehreren Monaten 700.000 Franken, 615.000 Euro. Das Geld habe das Paar unter anderem bei Verwandten, Freunden und Bekannten geliehen. Im Februar 2018 entdeckte die blutgläubige Kellnerin dann zufällig in der Zeitung ein Foto der Frau, die sie als Anwältin Anna Landmann kennengelernt hatte. Es war ein Bericht über die Rapperin Loredana Cefi. Aber auch nach der Erkenntnis, dass sie zum wiederholten Mal betrogen worden war, ließ die Kellnerin weiter hinhalten. Erst im Juli 2018 zeigte sich Loredana Cefi und deren Bruder an. So, Freunde, laut 20 Minuten wurde das Verfahren gegen Loredanas Bruder mittlerweile eingestellt, weil die Kellnerin der Staatsanwaltschaft zufolge grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen missachtete. Die 200.000 Franken, die ihr abschwatzte, scheinen damit verloren zu sein. Okay. Loredana Cefi hingegen sei am Dienstagabend in Luzern festgenommen worden. Auf der Suche nach Beweisen habe die Polizei auch die Wohnung der Rapperin durchsucht. Es scheint das vorläufige Ende einer Traumkarriere zu sein. Das St. Gala Tageblatt nannte Loredana noch am Mittwochmorgen die derzeit erfolgreichste Schweizer Künstlerin und titelte Erfolg, Geld und noch mehr Geld. Loredana ist nicht zu bremsen. Jetzt zeigt sich offenbar doch, aber nur das Gesetz. Okay. Alter Schwede. Freunde, ich hoffe, ich habe es euch ein wenig besser erklären können, als ihr es vielleicht selber verstanden habt. Ich finde es ziemlich krass. Es ist an manchen Stellen wirklich ziemlich unglaubwürdig, dass man so viel Geld einem Menschen oder eine Frau geben kann. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Rapperin, ehrlich gesagt. Und also ich bin immer noch der Meinung, Freunde, man sollte diese Rapper oder diese Künstler, ich habe es glaube ich schon immer wieder erzählt, legt diese Menschen nicht immer auf die Goldwaage. Ja? Freunde, das sind auch nur Menschen, die haben auch Leichen im Keller, sag ich mal.
Und nicht jeder hat eine weiße Weste vorne. Deswegen, ich bin auch kein weißes Blatt. Das will ich jetzt nicht damit sagen oder so. Bla bla bla. Also jeder Mensch hat auch eine dunkle Seite, Freunde. Was haltet ihr von dieser Thematik, meine lieben Freunde? Würde mich ganz gerne interessieren. Seid ihr immer noch der Meinung, Loredana ist unschuldig? Oder seid ihr der Meinung, sie hätte eventuell das Geld zurückzahlen können? Oder bla bla bla. Ich meine, mittlerweile hat sie ihr Geld. Vielleicht hat sie es ja auch zurückgezahlt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es jetzt noch die nächsten Wochen heraus, das Ganze. Aber unschuldig ist sie auf jeden Fall nicht. Sie ist in dieser Thematik verwickelt, Freunde. Das ist Fakt. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich würde sagen, bis die Tage, meine lieben Freunde. Und morgen gibt es natürlich wieder noch ein neues Video, Freunde. Also, schaltet wieder ein. Ich danke euch. Peace and abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da. Und bis demnächst.